Hey, herzlich willkommen zu den zweiten Hardcore-Extra-Runden-Dingsbums der Ukulele Workouts 50+. Wir werden uns diesmal ein bisschen um das Drumming kümmern. Wir hatten in der Live-Episode zum einen mit einem Chuck gearbeitet. Also wir haben erstmal durchgehende Achtel. Dann haben wir auf die 2 und die 4 einen Chuck gemacht, also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Achtet darauf, dass euer Chuck nicht aus Kraft gemacht wird, sondern aus Schwung, ja? Sonst wird er nicht laut, sondern einfach nur holprig. Gut, dann haben wir noch den Downstrum auf die 1 weggelassen und so den Akkord schweben lassen, wenn ich jetzt mal... Da wollen wir am Ende hin. Okay, wir spielen zwei respektive drei Akkorde. Der erste Akkord ist das B-Dur. Das ist ein Barré. Wenn euch der zu arg ist, meinetwegen nehmt ihr den Zauber B 3-2-1-0. Aber eigentlich ist es eine Barré-Übung auch irgendwie. Ihr habt den dritten, zweiten und ein Barré im ersten Bund. Dieses B-Dur spielen wir zwei Takte, dann rutschen wir denselben Griff, zwei Bünde nach oben, ein Takt C-Dur. Ihr könnt an dieser Stelle aber auch sehr gerne das offene C-Dur spielen. Und dann ein Takt C7, auch da steht es euch frei, den offenen Griff zu spielen. Ich kürze das ein bisschen ab, weil das mit 60 Beats am Anfang schon sehr langsam ist. Aber wir haben 4 2-Minuten-Blöcke vor uns. Danach habt ihr 10 Minuten mehr oder weniger diesen Strum gespielt. Naja, 8 Minuten. Dann könnt ihr ihn. Ich bin ganz sicher. Let's go. Erst ein bisschen ein. Die Achtel. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2. Die Chucks. 1, 2. Und der Akkord dazu. C-Dur. Dasselbe nochmal. Und jetzt einfach weiter, weiter. Wenn euch das auf den Downbeat anfangen zu anstrengend ist, auf den Offbeat, ihr könnt auch auf den Downbeat anfangen. Das mache ich mal für euch. 1, 2, 3, 4. So geht es auch, aber natürlich kriegt dieses Pattern durch das konsequente Weglassen der 1 und der 3 so einen schönen schwebenden Charakter. Macht es, wie es gut ist für euch. Jetzt fange ich auch damit an. Ich
Dazu muss man etwas früher umgreifen. Aber dazu bietet sich der Chuck ohnehin an. Langsam schneller. Ich glaube, wir kommen jetzt auf 100. Ach, ist egal. 1, 2, 3, 4. Schön fließen lassen. Sein kann, ne? Haben wir es doch schon. One, two, three. Thank you.
Ja, ich glaube, das war es dann auch schon. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Pattern natürlich noch schneller machen. Wir müssten jetzt, wenn ich mich nicht ganz täusche, bei irgendwie 120 gewesen sein. Entweder, wenn ihr euch meinen Metronom-Track irgendwo gezogen habt, dann könnt ihr jetzt von vorne anfangen. Dann habt ihr das doppelte Tempo. Oder, meine Güte, ihr habt ja vielleicht selber so eine Metronette. In diesem Sinne, wenn ihr Fragen, Grüße, Wünsche habt, hau sie runter in die Kommentare. Ich würde mich freuen für die nächste Live-Sendung, wenn wir uns sehen. Bis dahin, viele Grüße, macht das gut. Tschüss.